Was sind die Uhrwerkhallen für ein Ort? Sie sind ein Bauwerk der Zerbiten, eines alten Zaubererordens. Als die Wacht noch bemannt war, studierten dort die Zerbiten die Geheimnisse des schwarzen Dschungels. Sie lernten viel über die schwarze Magie, die den Dschungel durchdringt. Aber ein Verräter aus ihrer Mitte trachtete danach, das Wissen der Zerbiten als Waffe zu gebrauchen. Sie kämpften gegen ihn, aber sie sahen, dass sie seinem teuflischen Geist nicht gewachsen waren. Also brachten sie überall in ihren Festungen Fallen an, in der Hoffnung, dass sie so ihre Geheimnisse vor ihm schützen konnten. Deswegen nennt man diesen Ort die Uhrwerkhallen, denn dort ticken zahllose mechanische Fallen und magische Rätsel warten auf ihr nächstes Opfer. Und dahin schickt ihr mich? Es muss sein. Nur dort gibt es einen Übergang zu einer Feste der Wacht. Da die Untoten die Tore der Wacht verschlossen haben, ist es der einzige Weg, wie ihr in die Feste und über das Dunkelwehrgebirge gelangen könnt. Wer ist Belial? Er war einst ein Diener Zarachs. Keiner weiß mehr, ob er einem der alten Völker angehörte oder ob er eine Schöpfung Zarachs war. Man sagt, er ging Zarach bei der Erschaffung der dunklen Völker zur Hand, ja sogar, dass er der Foltermeister war, der ihre Körper verformte, während Zarach ihre Qual zu Hass schmiedete. Aber Belial fand keinen Gefallen an den Dunklen. Er wollte seine eigenen Puppen haben, und so begann er damit, Tote mit Magie zu beleben. Er schuf sich Puppen aus Fleisch und geknechteten Seelen. Nekromantie. Ja, die Magie der wandelnden Toten war sein Werk, seine Schöpfung. Und die Maske des Belial verkörpert all seine Macht, denn er hat sie selbst geschmiedet. Deshalb war sie für den Nekromanten Hokan Aschir stets der wertvollste Besitz. Er muss sie im Knochentempel gefunden haben, als er damals als junger Zerbit den Dschungel erforscht hat. Sie hat ihn verändert. Und in gewisser Weise ist sie für das Ende der Zerbiten verantwortlich und für alles, was nun geschieht. Denn die Maske trägt den Willen Belials. Auch wenn Hokan glaubt, ihre Macht zu beherrschen, er wird nie wissen, ob er nicht doch nur ein Sendbote Belials ist. Was wisst ihr über die Dryade? Sie ist der letzte Geist der Bäume von Xu. Einst gab es viele Dryaden hier. Sie waren mit den Urmüttern der Bäume verbunden, den Lebenseiben. Ihre Kraft machte dieses Land zu einem grünen Paradies. Doch die Dryaden sind sorglos. So schwermütig sie auch im Winter sind, so ungestüm und leidenschaftlich sind sie im Frühling. Und so war auch sie. Und als eines Tages ein Gott ihren Hain aufsuchte, da vergaß sie die Regeln der Schöpfung und umgarnte ihn mit ihrer Lebensfreude. Der Gott verfiel ihr. Da wurden die anderen Götter zornig und bestraften sie für den Frevel, den sie mit ihren überirdischen Reizen begangen hatte. Sie verfluchten sie, auf dass sie nie wieder ihren Hain verlassen würde. Ihre Kraft wurde ihr genommen, sodass sie nur noch wenige Bäume um sich erhalten konnte. Die anderen der alten Dryaden trauerten um ihre unglückliche Schwester und überwarfen sich mit den Göttern. Schließlich verließen sie Xu, und der einst schöne Garten verfiel zur Wüste. Heute ist nur noch diese eine der alten Dryaden von Xu am Leben. Doch ihre Macht, die einst einen ganzen Kontinent hat grünen lassen, reicht nur noch bis zur Grenze ihres kleinen Hains. Dies macht sie sehr traurig, und sie hat nie wieder einen anderen Mann in ihren Hain geführt. Ihr Herz erinnert sich wohl immer noch an den Frühling der Welt, den sie an der Seite eines Gottes verlebt hat. Sturmbote? Okay. Kam das, was wir aus Versehen übersprungen haben, erst später? Kann gut möglich sein. So. Wir holen uns jetzt den Seelenfels da oben noch wieder. Den hier. Und dann geht es zurück nach Imperia fürs Gladiatorentraining.
Wir sind ja schon fast 44, deswegen. Ja, dann geht's in den brennenden Felsen. Mal wieder. Vorher mal gucken, was unser Schatzbrief so wert ist, der erste. Also wenn wir eben Zirkusviertel sind. Wir haben schon wieder ganz viel Geld gemacht und wir können noch mehr Geld machen. Indem wir ein paar Runen verkaufen. Hier haben wir nichts zu verkaufen. Und wir können auch mal gucken wegen der Puppenspieler-Quest. Nordwestliches Monument erstmal. Hallo Büffelchen. Also ja, wenn ich auch gleich den Hauptmann noch ausschalten können. Weil der ist so noch unser letztes, einziges großes Problem. Ja, Xalaba hat sich schon dünn gemacht, übrigens. So sieht das hier noch was leuchtet, aber nichts zu sehen ist. Und ja, wir haben in der Cutscene gesehen, der Träger des Phönix ist ja in Wirklichkeit eine Frau in einer Ordensrüstung, also seiner Rüstung, wie Urias sie getragen hat. Die wird sich freuen zu hören, dass Urias tot ist. Nein, natürlich nicht, aber... Ja. Wir waren halt nicht kanonisch mit unserem Order of Dawn Charakter, weil eigentlich ist die Frau vom Order of Dawn Loading Screen der Main Charakter von Order of Dawn gewesen. Aber ja. Dryaden, Empyrea, Zirkusviertel. Ja. So, der Kaiser ist weg. Was gibt es? Ihr wart ausbilden. Gute Güte, ihr werdet ja richtig anstrengend. Kommt schon, alter Mann. Ihr habt doch auch Spaß daran. Wo ihr recht habt, habt ihr recht. Also marsch, marsch. Zur Arena mit euch. Gut. Wir können noch insgesamt 7, also 35 Punkte vergeben. Mal gucken, wie viel wir benötigen für... Weiß Magie. So. Gut, Osaka, nächstes Gladiatorentraining. Absolviert das Gladiatorentraining bei Usakan in der Arena von Empyrea. Das Gesellentraining, nicht das Gladiatorentraining. Das Gesellentraining kann mit Stufe 40 begonnen werden. Ab Stufe 45 gilt es als abgeschlossen. Bereit? Ja, lasst uns beginnen.
Achtung! Zurück mit euch! Kämpft! Zurück mit euch! Zeit zu sterben! Gut für heute. Halt, das soll reichen. Diesmal habt ihr mich ja richtig ins Schwitzen gebracht. Verteidigung und Schnelligkeit sind fantastisch. Jetzt solltet ihr euch mit der Kampftaktik befassen. Nutzt eure Reichweite. Bewegt euch um die Gegner, damit sie sich gegenseitig behindern. Und achtet darauf, immer 5 Schritte freien Raum in eurem Rücken zu haben. Jetzt brauche ich erst einmal etwas zu trinken. Ihr geht und übt noch etwas. Kommt wieder, wenn ihr euch bereit fühlt. Irgendwann müssen wir Usakan noch einen Drink ausgeben. Ich sagte... Gut. Dann mal zur Bank von Imperia hochgehen. Mal herausfinden, wie es um unseren Schatzbrief bestellt ist. Ein vertrautes. Wie viel ist mein Schatzbrief inzwischen wert? Euer Schatzbrief hat die höchste Zinsstufe erreicht und ist jetzt 11.500 Goldstücke wert. Okay, warten wir noch ein bisschen. Gucken wir mal, nachdem wir den brennenden Felsen abgeschlossen haben, ob er dann noch mal einmal steigt. Kann ich die Truhe von hier aus nicht plündern? Doch, kann ich. Hey, noch ein Myrmidon. Eine Sonnenrobe. Also gut, ich will nicht auf den Bazar direkt. Ich will aber auf jeden Fall Runen austauschen. Ja. Empyria Unterstadt will ich jetzt erst einmal. Denn ich will mit dem Puppenspieler reden. Und ja. Leute ausrüsten. Ja, kriegst 2 Felsenfäuste. Kannst da ordentlich draufhauen. Und ringmäßig. Dumm. Das Segel der Ewigkeit und ein Ring vom Kaiser. So, zu dir. Ja, kriegst den da. Tiaras Kraft von mir aus, ja. Ja, so einen Helm. Sonnenrobe. Welche Magiestufe hast du? Ja, 13, da passt es ja.
so einen Schild. Ja, und so ein Teil. Gut.